Moin, ich bin's, Bettluigi. Und ich bin der Callcenter-Crasher. Heute mal mit einem Teamwork. Luigi, willst du uns mal erzählen, wie es dazu kam? Jo, kein Problem. Ich hatte mich als Ede Torf auf einer dieser zahlreichen Betrüger-Webseiten eingetragen. Irgendwann kam der Anruf und ich spielte meinen erfundenen Charakter, den Ede. Im Laufe des Gesprächs dachten wir uns, dass da zeitlich noch mehr rauszuholen sei. Leider hatte ich in den folgenden Wochen beruflich viel zu tun. Und keine Zeit, die Betrüger zu ärgern. So erdachten wir uns unser gemeinsames Spiel. Und dazu wünschen wir euch jetzt gute Unterhaltung und natürlich geht's nach dem Intro los. Moin. Ja, Herr Torf, guten Tag. Kastellmann ist hier von Alpha Wave. Grüße Sie. Jo, Ede Torf, mein Name. Was kann ich für Sie tun? Ich erreiche Sie bezüglich Ihrem Handelskonto bei Nexus Flow. Wie war die Firma? Wie war die Firma? Das habe ich nicht verstanden. Nexus Flow. Also Sie sollten sich ein Konto bei Nexus Flow erstellt haben, wo Sie dann auch Geld deponiert haben im Wert von 250 oder 450 Euro. Stimmt aha. Das einigermaßen? Das weiß ich jetzt so gar nicht. Können Sie mir einmal die Seite buchstabieren, wo ich mich da registriert habe? Ja, also N wie Nordpol, E wie Emil, ja. N X, U wie ja. Ulrich, S wie Siegfried, dann F wie Faust, ja. L wie Ludwig, O wie Otto und ein W. Nexus Flow. Ja. Und wie geht das? Wie geht das weiter? Punkt, Punkt. Also Punkt, na, höchstwahrscheinlich .com. Höchstwahrscheinlich .com. Dann gucken wir mal nach .com. Nexusflow.com. Oder AI. Ich sehe mal hier irgendwas mit AI. Welcome to Namea, your domain acquisition broker. Bin ich hier gelandet jetzt. Ist das richtig? Na, höchstwahrscheinlich. Sollten Sie dort Geld investiert haben, können Sie sich an irgendwelche Investitionen im Wert von 250 Euro erinnern? Ja, ich hab mal in Geld investiert, aber die lila, das ist so eine lila, so ein bisschen Grundton ist lila, der sagt mir nun gar nichts, die Seite. Und wurden Sie von den Brokern oder von dem Handelsunternehmen weiter kontaktiert, nachdem Sie das Geld investiert haben, oder hatten Sie danach keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten gehabt? Oh, wissen Sie, da fragen Sie mich jetzt zu viel. Ich hatte so einen kleinen Arbeitsunfall und seitdem ist mein Gedächtnis nicht mehr ganz so gut. Ich weiß das jetzt so aus dem Stegreif. Ja, ich hatte einen Arbeitsunfall. Ich habe was gegen den Kopf gekriegt und seitdem bin ich ein bisschen vergesslich geworden. Also, okay, da frage ich Sie zu viel. Also, dann würde ich Ihnen den Sinn meines Anrufes erklären. Ja, bitte. Und zwar, ich erreiche Sie auch von einem Handelsunternehmen, der sich mit dem Handel für die Kunden beschäftigt. Ja. Und Sie sind bei uns gelandet mit der Investition, was Sie damals investiert haben und mit Information, dass Sie das Geld investiert haben und es für Sie nicht gehandelt wurde. Deswegen melde ich mich bei Ihnen, um Ihnen den Service von unserem Unternehmen anzubieten. Und ich würde ganz gerne als Ihre Broker oder Finanzberater mich Ihnen empfehlen und dementsprechend auch eine Zusammenarbeit mit Ihnen anfangen, mit Ihrer Investition. Und Sie sind von welcher Firma sind Sie jetzt? Und ich erreiche Sie von Alpha Wave. Soll ich das auch buchstabieren? Oh ja, das wäre nett. A wie Anton. Ja. L wie Ludwig. Ja. P wie Peter. Ja. A wie Heinrich. Ja. A wie Anton. Ja. Dann kommt ein W. A wie Anton, ja. V wie Vogel, ja. Und E wie Emil, Alpha Wave. Ja, und wie geht das weiter? Punkt oder ist das alles so? Das sage ich Ihnen sofort. Ja. Sind Sie noch da? Ich höre nichts mehr. Ja, ich bin da. Ja, okay. Einen Moment, ich sag Ihnen gleich, weil ja. Ich muss das rausfinden. Das ist mir aus dem Kopf rausgeflogen.
Hatten Sie auch einen Unfall wie ich? Haben Sie auch was gegen die Rübe gekriegt? Ja, bei uns Nee, ich hatte nee. nur Erkältung gehabt die Ach Tage. so, ja. Nee, bei uns war mit dem Bagger war so ein Unfall. Ich habe die Baggerschaufel gegen den Kopf gekriegt. Ja. Hatten Sie keinen Helm? Doch, aber der ist ja mit runtergeflogen, denn. Ne? Und Das ist schlimm. seitdem bin ich ein bisschen Also vergesslich. Alpha, dann Minus Wave, Punkt Pro. Wo kommt das Minus? Minus kommt zwischen Alpha und Wave. Ja, und dann ist das Punkt. Pro. PW Beta, RW Richard und Ole Otto. Ja, Alpha Wave. Ach, sind Sie das da? Alpha Sind Sie Minus. das auf dem Bild? Sind Sie das da auf dem Bild? Nee, Nee, das bin ich nicht. das sind Sie nicht. Nee. Jo. Okay, und das ist Ihre Firma? Genau, das ist unser Handelsunternehmen, der sich mit dem Handel für die Kunden beschäftigt. Wir sind zwar ganz gut auf dem Markt und wir bieten ganz gute Service von der Zusammenarbeit und von dem Geldverdienen mit verschiedenen Aktien, ob das jetzt Kryptowährungen sein sollten oder Nahrungsmittel oder Brent oder wie auch immer. Sie sind bestimmt auch ein Autofahrer, oder nicht mehr? Nee, darf ich nicht mehr, darf ich nicht mehr. Aber Sie waren ja bestimmt Auto gefahren. Habe ich mal gemacht, ja, habe ich mal, aber ich darf nicht mehr, darf ich nicht mehr. Sie kennen ja bestimmt zum Beispiel Aral-Tankstelle. Aral? Nee, wir haben hier nur eine BP. BP, aber wo Ja. wohnen Sie denn? Woher sind Sie? Ich bin in Allermöhe, bin ich, wohne ich. Allermöhe wohne ich in Hamburg. In Aber ich, Hamburg. ja, aber ich Also darf ja nicht mehr so viel raus wegen meinem Unfall, weil ich weiß ja auch immer manchmal gar nicht, wie ich nach Hause kommen will weil denn. ich, also BP, das ist halt British Petroleum und Aral gehört halt auch zu British Petroleum, aber ich dachte mir, dass alle British Petroleum Tankstellen in Deutschland sind als Aral genannt. Das kann sein. Ich weiß, wie gesagt, ich vergesse ja so viel. Ich darf ja auch nicht mehr raus, weil ich mich dann immer verlaufe. Ne? Meine Tochter ist auch gerade zur Arbeit gegangen und die hat die Tür abgeschlossen. Jetzt komme ich gar nicht aus dem Haus raus. Wow, das ist aber schlimm. Also, ne, ich leite Ihnen mit auf jeden Fall wegen sowas. Ist, ne? Ja, Herr Dorf, wie hört das Ganze in sich an? Ja, gut hört sich das an. Gut hört sich das an. Darf ich noch mal fragen, wie Sagt. Ihr Name war? Ich habe den Namen leider wieder vergessen. Ihren Ja, mein Namen? Name war Kasselmann. Also, so wie eine Stadt Kassel und dann noch Ja. ein Mann, Kasselmann. Kasselmann. Das gibt eine Stadt namens Kassel. Genau. Oh, wo ist die denn, die In Stadt? Deutschland sogar. In Deutschland? Oh Mann. Ja. Ja, das ist ja, Mensch, toll, toll. Und da wohnen Sie auch, Herr Kasselmann, oder von wo Nee, kommen Sie? ich wohne in Großbritannien. In Wir sitzen halt auch in Großbritannien, also Großbritannien. England. England kenne ich. England kenne ich. Ja, da bin ich als Pilot früher immer drüber geflogen. Oh, Sie waren für Flugzeugpilot. Ja, ist schon ein bisschen her, ne? Ist schon ein bisschen her. Wie alt sind Sie denn, wenn ich fragen darf? 86. 86. Ja, Da von der 86. Stimme lauten Sie noch ganz fit. Oh, das ist nett, das ist nett. Das liegt vielleicht an dem Tee, den meine Tochter mir immer macht. Die macht da immer so ein bisschen was rein und dann bleibt meine Stimme immer ganz geschmeidig, sagt sie. Ist schön. Ja. So, nee, ja. Beraten Sie mir bitte, Herr Torf, wie wollen Sie dann mit mir langsam anfangen zusammenzuarbeiten, dass ich anfange für Sie mit dem Betrag, was Sie damals eingezahlt haben, zu handeln? Und vielleicht werden Sie auch später interessant um irgendwelche weiteren Investitionen oder einfach mal erstmal, dass Sie sich mit diesem Thema ein bisschen schlauer machen und alles ein bisschen verfolgen, wer wir sind, wie es für Sie gehandelt wird und so weiter. Wo habe ich denn eingezahlt? Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn eingezahlt? Weiß ich nicht. Habe ich was Also, eingezahlt?
Genau, Sie sollten irgendwas mit dem Betrag im Wert von 250 oder 350 € einzahlen müssen. Dann hätten Sie auch noch einen Bonus bekommen müssen für die Einzahlung im Wert von Maximum 100 €, weil Sie stehen jetzt bei uns mit dem Betrag von 480 € auf dem Konto. Was uns zur Verfügung steht, womit wir für Sie dann arbeiten können, womit wir für Sie dann handeln können. Oh, ich habe 450 € bei Ihnen. Genau. Oh, das ist ja schön. Das ist ja schön, Mensch. Genau. Ja. Deswegen melde ich mich bei Ihnen, um da halt, Ja, damit das ja. Geld nicht rumliegt, weil bei einem Ja. Handelsunternehmen darf das Geld nicht rumliegen. Wir müssen immer was mit diesem Geld machen. Ja, ja, Also ja. dementsprechend würde es mir auf jeden Fall sehr lieb von Ihnen klar zu bekommen, ob das Geld Ihnen ausgezahlt werden sollte, oder wollen Sie dann doch mit uns zusammenarbeiten, also anfangen zusammenzuarbeiten, damit das Geld sich vergrößert und Sie sich dann mit diesem Thema so ein bisschen reinziehen. Ich vermute oder ich glaube auch, dass mit Ihrer nach Ihrem Unfall würde es Ihnen schön, irgendwas Neues da zu lernen, sage ich mal, damit da sich mehr oder weniger Ihr Kopf für Sie sich wieder reinarbeitet mit was Ja, Neues. Und das wird für Sie auch mal vielleicht besser, ein bisschen neue Kenntnisse zu bekommen. das wäre ja richtig schön, weil meine Tochter hat mir auch meine Karte weggenommen. Ich kann ja gar nicht mehr einkaufen gehen. Da muss sie ja immer bei sein, weil ich, wie gesagt, ich verlaufe mich ja auch sonst. Ich kann das ja nur alles von hier, von diesem Bildschirm aus immer machen tun. Wo kann ich denn, wie kann ich denn sehen, wo mein Geld ist, was Sie da sagen, diese 400? 400 € waren das, haben Sie gesagt, ne? 400, ja, 480 oder 470, ja. Ja, Also wo im kann, Dollar, macht es 504 Dollar. wo kann ich das Ja, eben? sagen Sie mir bitte, Ja. unter dieser Nummer, unter dem ich Sie erreiche, ist das eine Festnetznummer oder ist das eine Handynummer? Nee, das ist hier das Festnetz. Das ist hier das Festnetz. Das ist ja das Festnetznummer. Und Ja, haben Sie ja. auch eine Handynummer? Nee, Handy habe ich nicht mehr. Handy habe ich nicht mehr. Haben Sie Ich kein habe, Handy, ich, also nee, Sie ich habe, können halt. ich hab hier um den Hals so ein Ding hängen, wo ich da drauf drücke und dann rufen die mich hier an, wenn mir was passiert. Das habe ich hier noch. So einen roten Button habe ich hier, wo man drauf drückt. Und Zugriff zu Ihrer E-Mail haben Sie? Ja, das habe ich. Zu meiner E-Mail habe ich Zugriff. Das hat meine Tochter mir eingerichtet. Da brauche ich nur klicken und dann kann ich das lesen, was ich da kriege. Und lautet Ihre E-Mail dann edetorf@mail.de? Warten Sie mal, da muss ich, das habe ich vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich klicke da mal eben drauf. Ich klicke da mal eben drauf und dann warten Sie. Meine E-Mail heißt edetorf@mail.de. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Weil Edetorf ist auch mein Wunderbar. Name. Edetorf ist auch mein Name. Ich heiße Genau. Edetorf. Genau. Ja. Dann sende ich Ihnen gleich eine E-Mail von mir mit den ganzen Daten, Ja, auch ja. mit Ihren Login-Daten zu der Ja. Plattform, wo Sie sich einloggen können und nämlich den Betrag ansehen können. Ja, das wäre ja mal schön. Das wäre ja. Und dann kann ich meine Und dann Tochter ja ein fangen wir schönes zu. Geschenk kaufen zu Weihnachten. Da wird sie sich freuen. Genau, also wir können zu Weihnachten noch was Gutes verdienen. Und wenn Sie auch vielleicht sich ganz gut um dieses Thema interessant machen werden, dann vielleicht werden Sie auch was weiteres investieren, damit wir für Sie dann ganz schönen Betrag verdienen können. Weil bei unserer Arbeit sind wir ganz gut. Wir haben zwar schon über tausende Kunden, die mit uns zusammenarbeiten. Zwar unser Unternehmen ist fast mit 1000 Mitarbeitern. Ja. Und Hälfte davon sind nur Broker und weitere Leute sind Finanzberater, Sicherheitsabteilung, Analytiker und alles Mögliche. Also wir geben schon ganz, ganz gute Kundenbetreuung und bei dem Handel auf dem Handelsmarkt sind wir ganz gut. Ja. Und wir freuen uns immer wieder, wenn wir neue Kunden bekommen, Ja. die dann halt darauf interessant sind, das Geld zu verdienen. Ja, das glaube ich Ihnen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort, ja. Na gut, Herr Dorf, dann machen wir so, dass ich Ihnen erstmal die E-Mail rausschicke. Sie können das ganz gerne nochmal mit Ihrer Tochter besprechen. Ich vermute, dass Ihre Tochter wird sich wahrscheinlich auch mit uns in Verbindung setzen wollen, Ja, damit sie da nochmal
Die soll das ja gar nicht wissen, sonst kann ich ihr ja kein Geschenk machen. Das müssen wir beide alleine machen. Ach so, sonst kann ich ihr doch, wenn die weiß, dass ich da irgendwo Geld habe, dann nimmt mein Schwiegersohn mir das ja gleich wieder weg. Weil der hat ja schon mein ganzes Vermögen, hat der ja schon so ein bisschen an sich gebracht. Ich habe nur noch da so zwei Konten, die habe ich versteckt, wo ich so Geld habe. Okay, also wie sieht es bei Ihnen dann zum Beispiel aus, wenn Sie sich um weitere Investitionen entscheiden werden? Besteht bei Ihnen dann die Möglichkeit, irgendwie das Geld zu investieren, oder sieht das erstmal bei Ihnen unmöglich aus? Natürlich kann ich investieren. Ich muss das nur so ein bisschen heimlich machen, dass meine Tochter und mein Schwiegersohn das nicht mitkriegen. Ne? Okay, gut, Herr Dorf. Ja. Dann machen wir so. Wir werden uns hier langsam so reinarbeiten. Ja, ich werde Ihnen die E-Mail rausschicken. Schauen Sie alles nach. Wenn Sie irgendwas nicht mitbekommen sollten auf der Plattform, dann kontaktieren Sie mich auch bitte per E-Mail, oder ich werde mich einfach mal ab Montag bei Ihnen wieder nochmal melden. Kann ich Sie nicht anrufen? Ich sehe ja hier Ihre Nummer. Warten Sie mal, Ihre Rufnummer. Kann ich da nicht anrufen? Die würde ich mir glatt mal aufschreiben, Ihre Rufnummer. Ja, Sie können diese Nummer aufschreiben. Ich werde Sie immer wieder von diesem Nummer erreichen, aber leider ist diese Nummer nicht rückrufbar. Ach so. Aus dem Grund, dass ich immer wieder Gespräche mit Kunden habe. Ja, und warten Sie mal. Mein Schwiegersohn kommt gerade. Der fragt gerade, was ich hier mache. Darf ich Sie mal an meinen Schwiegersohn weitergeben? Ich gebe ihn mal den Micha. Der ist ganz in Ordnung eigentlich. Ich gebe ihn mal den Micha. Hier, Micha, ist das Telefon. Wer ist denn da? Ja, schönen guten Tag. Kasselmann ist mein Name. Ich erreiche Herr Torf von einem Handelsunternehmen, das sich AlphaWave nennt. Und zwar, Herr Torf sollte vor einiger Zeit ein Kunde von einem Handelsunternehmen sein, der Nexus Flow heißt, und er sollte dort Geld investiert haben. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass... Er hat einen Betrag im Wert von 250 Euro investiert. Ungefähr vor zwei oder drei Monaten. Ja, das war aber dann sicherlich vor seinem Unfall, ne? Genau. Ja, und was soll man da jetzt machen? Und zwar, da wo das Geld bei Nexus Flow investiert wurde, wurde Herr Dorf nicht mehr kontaktiert. Deswegen ist er jetzt bei uns gelandet bei AlphaWave. Und ich habe ihn angerufen, um ihm alles zu erklären und dementsprechend auch den Service anzubieten, dass mit diesem Geld für ihn auf unserer Plattform gehandelt werden kann. Die Firma, wie haben Sie gesagt, Nexus Flow? Und wie hängen Sie dann mit dieser Firma zusammen? Weil, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. AlphaWave, sagten also, Sie? Und ist das dieselbe Firma, oder? Nee, das ist nicht dieselbe Firma, sondern wir haben die Kunden, die von Nexus Flow nicht betreut werden, aus irgendeinem Grund, weiß ich nicht. Wir haben diese Kunden gekauft, sage ich mal. Wir haben die zu unserem Unternehmen gekauft, damit wir dann dementsprechend Unterstützung oder den Service den Kunden anbieten können, die nicht betreut werden von Nexus Flow. Ach so, und wenn er bei Nexus Flow einbezahlt hat, dann haben Sie das Geld, dieses ganze Konto mit übernommen, ist das richtig? Genau. Und wir stehen jetzt, Herr Dorf steht jetzt bei uns mit dem Handelskonto mit einem Betrag im Wert von 504 Dollar. Ah ja. Okay, und kennt er das? War er da schon drauf auf diesem Handelskonto? Noch nicht. Wir sprechen uns erstmal nur seit 15 Minuten. Ich habe zwar unsere Seite buchstabiert und Herr Dorf sollte auf dem Computer gerade auf der Seite sein. Wenn Sie den Computerblick raufwerfen, dann sehen Sie auch die Seite von uns. Ja, sehe ich tatsächlich. Gut. Und ich werde dann auch gleich hinterher auf die Mail von Herrn Dorf, und zwar auf die editorf@mail.de, eine Informationsmail rausschicken, zusammen mit der Login-Daten, wo der Betrag auch angeschaut werden kann, der auf dem Konto drauf ist. Und ich werde dann ab heute schon anfangen, langsam auf dem Konto zu arbeiten, damit das Geld von der Investition schon mal verdient wird. Ah, ach so. So ist das. Mhm.
Und er hat ja doch, Sie sagten, 250 Euro eingezahlt und jetzt sind Sie bei 500 Dollar. Das heißt, da muss ja schon mehr draus geworden sein. Nein, bei, das ist immer so, wenn man bei einem Handelsunternehmen investiert mit einem Betrag von 250 Dollar, Euro, dann kriegt man auch 150 Euro Bonus als ein Willkommen-Bonus. Gut, aber dann sind das aber 250 und 150 sind 400 und nicht 500. Genau, und 500 sind das im Dollar. Also wenn das umgewandelt ist von Euro auf Dollar, dann sind das knapp 500. Okay, gut. Ja, dann schicken Sie mal die E-Mail, dann können wir uns das ja mal angucken. Mit meinem Genau, und wenn Ihnen auf der Plattform was nicht klar sein sollte, dann melden Sie sich bitte bei mir per E-Mail, dann werde ich Ihnen alles weiteres erklären, was Plattform betrifft. Ja, okay, nee, dann machen Sie das so. Super, bedanke mich bei Ihnen und ja, und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ciao, ciao. Ciao. So, dann rechnen wir doch mal schnell nach. 250 Euro habe ich einzahlt. Plus 150 Euro Bonus sind 400 Euro. In Dollar sollen das 500 sein. Nach aktuellem Kurs sind 400 Euro gerade 437 Dollar. So ein Banker wünscht man sich doch. Religion 1, Rechnen teilgenommen. Die nächsten Gespräche führt Crusher. Falls es noch was Interessantes gibt, was werden wir das kommentieren? Ja, bitte? Herr Westberg? Ja. Asselmann ist hier von Alpha Wave. Grüße Sie. Wir hatten die Möglichkeit, uns zu unterhalten, da wo ich mit Ihrem Schwiegervater telefoniert habe, bezüglich seinem Handelskonto. Da habe ich gerade eben erstmal die E-Mail von Ihnen gesehen, bezüglich dem Handelskonto. Ja. Genau, also von der Mail habe ich mitbekommen, dass Ihr Schwiegervater wieder im Krankenhaus ist. Da nehmen Sie meine Mitleid. Ja. Und ich wollte dann nämlich nachfragen, wann wir uns mit Ihnen unterhalten könnten, bezüglich dem restlichen Inhalt des Mails. Wann könnten wir das machen? Ich denke mal morgen. Morgen 10 Uhr. Morgen 10 Uhr. Da habe ich genau um 10 Uhr habe ich einen Termin. Also halbe Stunde früher oder später wäre für mich super. Halbe Stunde später. Halbe Stunde später, dann 10.30 Uhr. Richtig, genau. Gut, Herr Westberg. Dann machen wir das so. Gut, alles klar, sehr schön. Dann auf Wiederhören, schönen Abend noch. Wiederhören. 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 Hallo? Hallo? Ja, schönen guten Tag. Kasselmann ist hier von Alpha Wave. Grüße Sie. Ja. Herr Westberg, wir wurden mit Ihnen heute auf 10.30 Uhr verabredet. Hat da aber leider was nicht geklappt. Ich konnte Sie irgendwie nicht erreichen. Ja, kann durchaus sein. Ich wollte nachfragen, wann es bei Ihnen, wann würde es bei Ihnen gehen? Jetzt würde es, ich denke mal 15.30 Uhr. 15.30 Uhr. Ja. Können wir machen. Genau. Einverstanden. Gut, dann melde ich mich pünktlich bei Ihnen. Alles klar. So machen wir das. Super. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hallo? Ja, Herr Westberg, guten Tag. Kasselmann ist hier von Alpha Wave. Grüße Sie. Hallo. So, wie passt es jetzt hin? Können wir uns unterhalten? Das ist richtig, ja. Super. Und zwar, ich würde dann direkt mal loslegen von Anfang an, damit Sie dann diese komplette Sache durchsichtig haben. Ja. Und zwar, ich heiße Lane Kasselmann. Ich bin Finanzberater bei dem Unternehmen Alpha Wave und ich werde mich um diesem Handelskonto von Ihrem Schwiegervater kümmern. Ja. Auf dem Konto, wie bereits erklärt, sind schon mal bereits 504 US-Dollar
mit der es schon mal gehandelt wird. Und zwar heute wird es dann, nachdem wir uns unterhalten mit denen, wird es dann losgehen. Damit ich dann nun, ich brauche nun nämlich ein bisschen genauer wissen, wie das gehandelt wird, für welchen Zeitraum, also wie lange das gehandelt wird, ob das jetzt eine kurz-, mittel- oder langfristige Handel wird und nach welcher Art wir dann mit ihnen zusammenarbeiten werden. Also es gibt dann zwei Möglichkeiten, mit denen wir mit ihnen zusammenarbeiten können. Und zwar eine Möglichkeit ist passiv, wo das für sie gehandelt wird und ab und zu ihnen Ergebnisse mitgeteilt werden. Und die andere Möglichkeit ist aktiv. Aktiv bedeutet, dass ich ihnen ab und zu immer wieder verschiedene Projekte anbieten werde, wo sie investieren können, wodurch sie dann auch bessere Gewinne herausnehmen können. Ja. Also zunächst mit diesen $504 auf dem Konto stehen sie unter einem Anfängerkontotyp, wo nur ein Handel pro Tag zur Verfügung steht. Warum? Das bedeutet, dass ich nur ein, weil das Anfängerkontotyp ist. Ja, aber wo steht denn, also, dass das Anfängerkonto nur einen Handel pro Tag machen kann? Ich erkläre das Ihnen. Mit 500 können wir keine größere Position aufmachen, da der Handelshebel erstmal bei $500 nicht so groß ist. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Position aufmache, wir dürfen Maximum mit 50% des Betrages auf dem Konto die Position aufmachen, damit die andere Hälfte als Sicherheitshebel verwendet wird. Aber es gibt immer Handelsmarge, aus der wir nicht raus, also diese Grenze, die wir nicht überschreiten können, damit diese Position nicht verloren geht. Wir müssen immer 50% des Betrages als Sicherheitshebel verwenden. Deswegen mit 500 kann ich sowieso keine größere Position aufmachen, also keine mehrere Positionen aufmachen, da einfach mal die Handelsmarge nicht so groß ist. Deswegen wird es erstmal am Anfang nur mit einem Handel pro Tag gehandelt. Ich kann zwar ganz gerne mit verschiedenen Währungen handeln, da kann ich dann auch mehrere Positionen aufmachen, aber von Gewinn wird es nicht mehr, als wenn ich jetzt eine Position mit Brent oder Boeing oder Gold oder irgendwelche Kryptowährung aufmache. Also wir werden dann viel schneller mit diesen Aktien unsere Gewinne rausnehmen und auch in einem bisschen größeren Wert, als das zum Beispiel jetzt mit Forex Trade sein sollte. Mhm. Aber ich sehe gerade, ich sehe momentan noch gar nicht, wo drin steht, dass man nur eine Handel. Also ich bin auf Ihrer Webseite. Wo steht denn das, dass man nur einen Handel am Tag machen kann? Na, ich erkläre Ihnen das von der technischen Seite, warum das nicht möglich ist, mehrere Handels in einem Tag aufzumachen. Da die Handelsmarge, also $500, das ist eine kleine Handelsmarge. Wir können keine mehrere Positionen aufmachen, zum Beispiel, dass wir eine Position mit Brent aufmachen, eine mit Kryptowährung, eine noch mit was, und dass wir dann immer noch genügend Marge haben, um den Sicherheitshebel da zu haben. Mhm. Also das steht nicht genau auf Ihrer Webseite. Genau, also das ist jetzt nicht unbedingt vorgeschrieben, dass ich unbedingt nur einen Handel auf einem Anfängerkontotyp durchführen darf, sondern es geht nur darum, dass es technisch nicht möglich ist, weil wir werden nur einen Handel aufmachen. Wie viel wird dann pro Handel eingesetzt? Na, $250. $250. Okay, das heißt, es werden genau, und der immer $250 eingesetzt. Okay. Na, zum Beispiel, wir setzen $250 ein und wir verdienen von heute auf morgen von diesen $250 $10. Dann stehen wir schon auf dem Konto mit $514. Dann am nächsten Tag können wir schon mit $255 oder $260 die Position aufmachen. Und so vergrößert sich das immer wieder. Wenn wir jetzt auf dem Konto 1.000 oder 2.000 Euro erreicht haben, dann können wir auch schon mal mehrere Positionen aufmachen. Das bedeutet, dass die Handelsmarge bei uns schon relativ groß ist und wir können zum Beispiel für $500 diese Terminhandel für Kryptowährung machen, für $500 mit Brent können wir handeln, für $250 für Boeing können wir handeln. Also da können wir uns schon aussuchen, wo wir ein bisschen mehr Geld auf dem Konto drauf haben. Mhm. Was ist das halt? Also das ist dann der nächste Schritt, was ich Ihnen erklären will. Also es gibt dann ein Basis-, Standard- und Premium-Kontotyp.
Ein Basiskontotipp fängt mit 3.000 Euro an. Da stehen Ihnen schon mehrere Trades pro Tag zur Verfügung, wodurch wir dann statt 10, 20 Euro am Tag die Möglichkeit haben, jeweils so viel pro Position zu verdienen, was in einem Tag insgesamt von 60 bis 100 Euro macht. Das ist der Basiskontotyp. Es gibt dann auch Standard und Premium. Standard geht mit 5.000 Euro los und Premium mit 10.000 Euro los. Da können Sie monatlich... Nee, also ich sehe gerade, Standard geht Mindesteinzahlung mit 1.000 Euro los. Steht auf Ihrer Webseite. Genau. Ja, nicht 5.000. Also da unterscheidet sich ein bisschen 1000. Die Information. Da unterscheidet sich ein bisschen die Information von dem, was ich Ihnen jetzt anbiete. Warum? Also da steht bei Ihnen 1.000. Ja. Jetzt machen wir das auf, einen Moment. Standard steht bei Ihnen 1.000, gibt es Premium und Pro. Genau, Standard geht es mit 1.000, Basis geht mit 3.000 Euro und Premium geht dann mit 10.000 Euro. Verzeihung, da habe ich mich mal ein bisschen... Bisschen was? Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, okay, gut. Mit diesen Preisen, was ich Ihnen genannt habe. Genau. Und auf jeden Fall, es gibt dann auch Projekte. Also das, was ich gerade gemeint habe, dass wir mit Ihnen aktiv zusammenarbeiten werden. Wir haben in unserem Unternehmen Analysten, die Aktien verfolgen und die Erwartungen von verschiedenen Aktien uns mitteilen und dann auch das als Projekten vorbereiten, was wir unseren Kunden dann weiterleiten können, was für sie bedeutet, dass sie in diese oder andere Projekt investieren können und dementsprechend in kürzer Zeitraum von 5 bis 10 Tagen mit Gewinne im Wert von 60 bis 70, 80, manchmal auch 90% rechnen können. Diese Projekte bekomme ich von Analysten ganz selten, also das passiert dann ein, zweimal im Monat. Deswegen ich dann meine Kunden immer empfehle, in solche Projekten teilzunehmen. Ansonsten normalerweise meistens für meine Kunden entscheiden sich um den Kontoart oder um den Kontotyp, damit dann ständige Gewinne gemacht werden und dementsprechend auch monatliche Abhebungen möglich sind. Also wenn Sie zum Beispiel sich um irgendeinen Kontotyp entscheiden sollten mit 3 oder 5 oder 10.000 Euro, nehmen wir an jetzt zum Beispiel 3.000 Euro. Mit 3.000 Euro können Sie rechnen mit monatlichen Gewinnen im Wert von 1.200, also zwischen 1.200 und 1.500, 1.550 oder 1.600 Euro. Was Sie dann auch abheben können oder Teil abheben und Rest reinvestieren oder alles reinvestieren, was dann Ihnen später auch viel mehr Gewinn machen wird. Mhm. Ja, wir können mit denen langsam anfangen. Also wir haben jetzt $500 auf dem Konto. Es kann erstmal damit angefangen werden zu handeln, damit sie so ein bisschen beobachten, mit welcher Aktie es gehandelt wird, mit welchen Gewinnen da gemacht wird, ob da auch ab und zu Verluste gemacht werden, also wie wir gut bei unserer Arbeit sind. Ja. Und dann können sie sich später entscheiden, ob sie dann doch was dazu investieren wollen, ob sie dann auch später in einem Projekt teilnehmen wollen oder wollen sie dann doch von dem Handelskonto das Geld abheben. Mit was hat denn mein Schwiegervater vor seinem Unfall gehandelt? Also der hat nicht direkt bei uns investiert, sondern der sollte bei einem Unternehmen investiert haben, der Bitsoft 360 heißt. Und der hat dort $250 investiert, mit der da den Betrag im Wert von $500 erreicht wurde. Ja, wie denn? Und seitdem wurde das für ihn nicht mehr... Durch das Handeln. Ja, mit was hat er denn gehandelt? Das wollte ich doch wissen. Also den Übersicht, womit es gehandelt wurde, habe ich nicht, weil ich erreiche sie von dem Unternehmen AlphaWave. Ja, aber Sie haben also doch das Konto. Sie haben doch das Konto gekauft. Oder wenn ich mich recht erinnere, oder? Genau, aber ja. Ja, da genau, müssen Sie doch auch das Konto, da müssen Sie doch auch die Handelshistorie haben. Das gehört doch zu einem Nein, Konto die Handelshistorie dazu. Die Handelshistorie befindet sich auf dem Webtrader von dem Unternehmen, von wo das gekauft wurde. Und ich habe nicht mal das Webtrader von dem Unternehmen gekauft, sondern wir haben den Kunden übernommen zu uns mit dem Stammkapital, was für ihn gehandelt wurde. Aber womit da gehandelt wurde, mit welchen Aktien, da kann ich es leider nicht sehen, weil
ich habe keinen Zugriff zu Bitsoft, weil ich dort nicht arbeite. Ich arbeite bei AlphaWave. Ja, aber Sie haben das doch gekauft. Da müssen Sie doch alle Daten haben. Genau. Na, ich sage Ihnen doch, dass wir die Daten nicht da haben. Wir haben ein Stammkapital von der Kunde im Wert von 500. Das heißt, Sie können gar nicht auf sein Handelskonto draufschauen. Doch, Sie haben jetzt ein Handelskonto bei uns, auf dem es jetzt weiter gehandelt wird. Ja, ja, wie, er hat ein Handelskonto bei Ihnen. Genau, na, genau. Gut, also Sie okay, betreuen dann das senden Sie mir doch bitte mal die Einlogdaten, dass ich mir da selber mal draufschauen kann. Na, die sollten schon auf dem E-Mail da sein. Ich habe bei unserem letzten Gespräch schon mal die Mail rausgeschickt. Ich habe gerne nachschauen. Ja, das nee, mache ich an meine E-Mail ist nichts gegangen. Nein, nicht an Ihre E-Mail, sondern an die E-Mail von Ihrem Schwiegervater. Also ja, auf die editor@mail.de. Der liegt ja nun im Krankenhaus, der kann ja nun keine E-Mails abrufen. Also Sie haben auch keinen Zugriff zu Ihrem PC? Nein, ich bin auf meinem PC. Okay. Dann machen wir Folgendes. Ich sammle die Informationen zusammen und schicke ich Ihnen auf die Mail, über die Sie mich kontaktiert haben, zu. Richtig. Dann schauen Sie auch auf die Plattform. Sie werden dann auch beobachten können, aktive Handel, womit es dann gehandelt wird auf der Plattform, weil Handel läuft schon mal derzeit. Und dann können wir mit Ihnen langsam nachher weitersprechen, wo Sie denn Übersicht auf die Plattform haben. Ja, genau. Dann schicken Sie mir das mal. Dauert das länger oder? Nee, das kriegen Sie in 15, 20 Minuten von mir mitgeteilt. Okay, dann können Sie mich dann gerne nochmal anrufen, wenn Sie das geschickt haben und ich mir das angeschaut habe. Genau, noch eine Frage. Das ist jetzt diese Nummer, unter der ich Sie erreiche. Ist das jetzt eine Festnetznummer oder eine Handynummer? Das ist eine Festnetznummer. Genau. Und ich wollte nachfragen, ob wir mit Ihnen eine WhatsApp-Verbindung aufbauen könnten, damit wir mit Ihnen eine direkte Verbindung haben, damit wir mit Ihnen schreiben können, im Live-Chat sozusagen. Nein, WhatsApp ist nicht datenschutzkonform. Das ist mir als Unternehmer untersagt. Das ist Ihnen untersagt. Okay, richtig. Dann können wir mit Ihnen ganz gerne auch per E-Mail richtig unterhalten. Genau. Gut, Herr Westberg. Dann kriegen Sie von mir in Kürze eine E-Mail mit der gesamten Information nochmal mitgeteilt. Und dann melde ich mich bei Ihnen nochmal. Alles klar, so machen wir das. Hervorragend. Herr Westberg. Ich danke Ihnen, Herr Kasselmann. Bis später. Ich danke Ihnen auch. Bis später. Ciao, ciao. Ciao. So langsam kommt der nette Herr Kasselmann zum eigentlichen Thema. Dröseln wir das Ganze doch mal kurz auf. Am Tag sollen wir 10 Euro Gewinn machen können mit den bereits vorhandenen 500 Euro. Das wären im Monat 300 Euro, mal ohne die Steigerung durch Zins und Zinseszins gerechnet. Mal hochgerechnet auf die 500 Euro wären das 3.000 Euro. Bei 6 mal 500 müsste er mir 1.800 Euro anbieten. Er bietet mir aber nur knapp 1.600 an. Und das während eines ganz besonderen Projektes. Wohl eher eines ganz besonders schlechten Projektes. Aber mit dem Rechnern hat es der Broker ja eh nicht so. Er ist halt so gierig darauf, dass wir mehr einzahlen, dass er nicht bedenkt, dass es auf deren eigenen Webseiten anders geschrieben steht. Aber wie ihr seht, habe ich noch andere Möglichkeiten, ihn zu verwirren und zu beschäftigen. Hallo? Ja, Herr Westberg, guten Tag. Kasselmann ist hier nochmal von AlphaWave. Ja. Haben Sie die Mail erhalten von mir? Ich guck gerade mal. So, ich schau mal. So. Ja, hier sehen wir das. Okay. Das sehe ich so gut. Okay. Dann muss ich mal gucken. Muss ich mich da mal einloggen? Wir wollen Sie das machen, wollen Sie sich Zeit nehmen, das alles anschauen und wir dann uns nochmal morgen sprechen, damit Sie sich da heute schlau machen können auf der Plattform und ja, alles weiteres morgen besprechen. Aber können wir machen morgen, gar nicht ja so viel Zeit um sich. Kein können wir Problem machen morgen. Okay. Können wir morgen machen. Kein Problem, dann kann ich mir das schon mal in Ruhe angucken.
Ich würde sagen, also ab 11, 12 Uhr, also mittags rum. Mittags rum, dann machen wir 12 Uhr. Ja, genau, kein Problem. So machen wir super. Das. Bedanke mich bei Ihnen, Herr Westberg. Dann bis morgen, schönes Abend noch. Bis morgen, Herr Katzelmann. Danke, ciao, ciao. Ciao. Hallo? Ja, Herr Westberg, guten Tag. Kasselmann ist hier von Alpha Wave. Grüße Sie. Ja, ich weiß nicht, ob ich Sie noch grüßen möchte. Wieso? Wir hatten um 12 Uhr einen Termin. Genau, und dann habe ich Sie versucht, um 12 Uhr mindestens 10 Mal anzurufen. Nee, haben Sie nicht. Ich war die ganze Zeit hier. Es hat kein Telefon geklingelt. Ich schicke Ihnen gleich Screenshot von meinem Arbeitscomputer. Ich habe mindestens 10 Mal versucht, Sie anzurufen. Ja, und dann ist keiner rangegangen, leider. Dann ist Ihre Telefonanlage kaputt. Ich habe hier gesessen dann am Telefon. Meine Verzeihung, Herr Westberg, dass das so passiert ist. Aber sehen Sie, von beiden Seiten hat es bei uns nicht wenig funktioniert. Wie, bitte was? Ich sage, es hat von beiden Seiten irgendwie nicht funktioniert. Also von mir wurde das angerufen. Ja, bei Ihnen. Bedingt, wie gesagt, können Sie merken. Ja, ich weiß nur, wenn ich hier nicht da gewesen wäre, nicht drangegangen wäre, dann hätten Sie doch meinen Anrufbeantworter gehabt. Haben Sie meinen Anrufbeantworter gehört? Nein, ne? Ja, das wurde aufgelegt dann. Ne, also Anrufbeantworter habe ich nicht gehört und habe ich aufgelegt, wo keiner rangegangen ist. Da sollte ich eine Sprachnachricht hinterlassen. Ach so, mhm. Komisch. Ich habe keinen Anrufbeantworter dran. Jetzt sind Sie aber blöd reingefallen. Sie haben mich gar nicht angerufen. Ja. Ich war die ganze Zeit am Telefon. Ich? Ja, Sie haben nicht angerufen oder Sie haben die falsche Telefonnummer genutzt. Na, jetzt habe ich sie doch erreicht, oder? Ja, komisch. Auf einmal geht's. Das heißt, Sie haben vorher gar nicht versucht, mich anzurufen. Ich schicke Ihnen gleich per E-Mail Screenshot, weil ich Sie angerufen habe. Sie können mir ein Screenshot schicken. Ich weiß, dass ich am Telefon gesessen habe, auf Ihren Anruf gewartet habe. Das weiß ich. Okay, Herr Westberg. Hier eine kurze Erklärung zwischendurch. Ich war natürlich zum Termin erreichbar, es hat aber niemand angerufen. Aber das kennen wir ja schon von festen Terminen mit Betrügern. Daher habe ich Ihnen eine Falle gestellt und ihn gefragt, ob er den Anrufbeantworter gehört hat. Er hat das bejaht und gesagt, dass er keine Sprachnachricht hinterlassen hat. Voll in die Falle gelaufen, wie ihr gehört habt. Es gibt nämlich keinen Anrufbeantworter. Gehen wir dann weiter oder hören wir jetzt auf? Das weiß ich nicht. Schauen wir doch mal. So, wo... Was bieten Sie denn jetzt an? Ja, also ich wollte dann erstens nachfragen, ob Sie die Plattform dann nachgeschaut haben gestern, ob Ihnen alles zu verstehen war, was Sie gestern alles nachgeschaut haben. Wir haben zwar durch die Nacht auch einen sehr guten Gewinn gemacht auf dem Konto. Ja, ja, ich habe durch die Nacht die Position mit Bitcoin oder mit Kryptowährung offen gelassen. Bitcoin durch die Nacht ist fast um die 2000 Euro gestiegen, weswegen wir auch ganz gut geschafft haben zu verdienen. Ich habe dann heute wieder eine Position mit Bitcoin aufgemacht, weil wir erwarten, dass durch die Wochenende Bitcoin die Grenze von 30.000 Euro überschreitet und wir können dann wieder was Gutes verdienen. Also wie ich Ihnen erklärte, normalerweise auf einem ruhigen Markt können wir immer am Tag mit einigen Gewinnen im Wert 5 bis 15 Euro rechnen. Aber in solchen Fällen, wo Aktien in so kurzer Zeit um so große Summe sich ändern, können wir auch mit größeren Beträgen oder mit größeren Gewinnen rechnen. Ich schaue mir das jetzt gerade erstmal an. Ja, schauen Sie sich an, bitte. Es dauert sehr lange, bis es lädt. Sehr lange. Ich habe mich eingeloggt und es lädt und lädt. So, 586,29 US-Dollar. Yep.
Gut. Und ich gehe mal auch auf das Konto. Und wo sehe ich dann, ja, und wie gesagt, was gehandelt wurde? Ja. Wie? Sie sind jetzt auf der Startseite, auf dem persönlichen Bereich. Sie sitzen am PC, oder? Sie machen das alles mit PC. Mit PC, richtig. Genau. Schauen Sie bitte ganz oben auf der Seite, in der Mitte, steht ein Knopf Handelsplattform. Ja. Klicken Sie rauf, dann werden Sie wieder weitergeleitet auf die Handelsplattform. Dort müssen Sie dann auch in dem Festmaschinen auswählen das Konto, auf dem Sie 586 US-Dollar drauf haben, wählen und dann werden Sie auf den Webtrader weitergeleitet. Ja. So, und wo steht, was, wo, wann gehandelt wurde? So, ganz unten haben Sie eine Arbeitszeile, wo steht Bilanz, Kredit, offenes Guthaben, Eigenkapital. Da müssen Sie raufklicken. Worauf? Also nochmal, wenn Sie weitergeleitet wurden auf den Webtrader, wo Sie die Diagramme sehen und verschiedene Arten... Da bin ich. Wo muss ich genau draufklicken? Genau. Und ganz unten auf der Seite steht eine Arbeitszeile, eine breite Arbeitszeile. Wo steht? Ja, die sehe ich. Und wo muss ich da draufklicken auf dieser Zeile? Auf diese Pfeile erstmal draufklicken, damit die dann groß wird, damit Sie offene Positionen sehen können. Ah ja. Und dann gibt es auch schwebende Aufträge und geschlossene Positionen. Und bei den geschlossenen Positionen können Sie immer beobachten, wie viel von dieser oder anderen Position verdient wurde oder wie viel Geld an dem Tag verdient wurde, wo Sie das nachschauen wollen. Ja, das war dann jetzt eine Position, Bitcoin US-Dollar, Öffnungskurs, genau. Uhrzeit, Schlusskurs. Okay. Und das war ein Handel? Das war ein Handel, von gestern auf heute. Und heute haben wir wieder einen Handel aufgemacht. Es steht jetzt bei knapp 3 Dollar Gewinn. Ja, 2,83. Am Ende des Tages. Ja, genau. Genau, also das ändert sich immer wieder. Okay, und dann zum Ende des Tages kriegen wir wieder Gewinne. Ich werde mal den Markt heute noch verfolgen. Und ich werde mir überlegen, ob ich die dann heute mit dem Gewinn schließe. Oder durch die Wochenende offen lasse, damit wir dann durch die Wochenende wieder was Gutes bekommen. Also da werde ich mal beobachten und eine Entscheidung treffen. Und die Gewinne, die gemacht wurden, bevor Sie dieses Konto aufgekauft haben, die kann ich nirgends sehen. Nee, das können Sie nicht sehen. Frage ich mich nur, warum, wenn Sie das Konto doch komplett gekauft haben. Genau, also wir haben der Kunde gekauft zusammen, also wir haben die Daten von der Kunde übertragen bekommen. Aber das ist rein theoretisch nicht so wichtig, womit es gehandelt wurde. Doch, die Hauptsache natürlich ist, dass das Geld wichtig. Da ist. Nee, natürlich ist es wichtig. Warum? Ja, wenn man handelt, dann will man doch wissen, wo. Und wenn Sie das Konto gekauft haben, dann möchte doch auch wissen, wo gehandelt wurde und wie der Gewinn zustande gekommen ist. Das will man doch als Investor wissen. Also wo gehandelt wurde, kann ich Ihnen schon ganz gerne Bescheid sagen, auf welche Plattform. Aber wenn Sie wissen wollen, womit es gehandelt wurde, dann sollten Sie in dem Handy von Ihrem Schwiegervater die Kontaktdaten von den Kollegen finden und bitten, einen Bericht rauszuschicken. Also das ist Sie haben doch das Konto gekauft, dann haben Sie doch alle Zugangsdaten dazu. Genau, aber ein Handelsunternehmen wird seine Handelsstrategie nicht ausgeben an uns, womit die dann handeln, um Kunden Geld zu machen. Ah, also aber das Konto verkaufen sie dann? Das ist ein bisschen unlogisch, oder? Übernommen. Ja, das ist ein bisschen unlogisch. Was meinen Sie? Das ist ein bisschen... Wenn die das nicht schaffen können, dem Kunde Betreuung anzubieten, also wenn die zu viel zu tun haben, die haben keine Zeit, um sich mit dem Kunde zu beschäftigen, also in dem Sinne sind die verpflichtet, das Kunde weiterzugeben an dem Unternehmen, der das Kunde betreuen kann. Weil der Kunde hat das Geld bezahlt oder investiert, um mit dem Geld weiteres Geld zu verdienen. Und wenn keine Betreuung von dem Unternehmen, wo das Geld investiert wurde, angeboten werden kann, dann sind die verpflichtet, dem Kunde weiterzugeben. Und wir sind diejenigen, die ihren Schwiegervater bekommen haben.
Informiert es gehandelt wurde, wurde es uns nicht mitgeteilt, weil es geht um die Handelsstrategie. Jeder Handelsunternehmen hat seine Handelsstrategie. Zum Beispiel wir zielen uns mehr auf Kryptowerte. Alles, was Kryptowerte betrifft, da sind wir ganz gut mit ICOs, die neu auf den Markt einsteigen und so weiter und so fort. Andere Unternehmen kaufen sich zum Beispiel irgendwelche Optionen für Rohstoffe, damit die dann später, wo Preis von US-Brent oder US-Oil teurer wird, damit die dann Aktien billiger einkaufen können. Also jeder Handelsunternehmen hat seine Handelsstrategie. Und das wird nicht miteinander mitgeteilt. Schau mal hier, ich habe mit diesem gehandelt, versuch mal auch damit. Ja, und jeder womit, mit welcher Firma hat mein Schwiegervater dann gehandelt? Die heißt Bitsoft 360. Die Firma heißt Bitsoft 360. Genau. Das ist eine Firma. Können Sie mir die Webseite dann dazu sagen oder schicken Sie mir mal den Link dazu? Na, versuche ich mal rauszufinden. Kein Thema. Ja, ja, wenn Sie das wissen, dann möchte ich das gerne. Weil mein Schwiegervater durch seinen Unfall hat er halt sehr viel von seinem Gedächtnis verloren. Der weiß manche Sachen einfach nicht mehr. Und deswegen versuche ich das jetzt im Nachhinein rauszukriegen, was er da gemacht hat, wie er das gemacht hat. Okay, dann suche ich mal aus, was ich alles finden kann von diesem Unternehmen. Also ich hatte ja keine direkte Verbindung zu diesem Unternehmen und ich habe nicht direkt gebeten, dass mir der Dorf weitergeleitet wird, weil es für ihn nicht auf der Plattform gehandelt wird, sondern das wurde einfach mal weitergegeben. Ja, gut. Deswegen suche ich mal die Information raus. Und dann schicken Sie mir bitte auch nochmal gleich die Webseite, von der Sie das Konto übernommen haben. Die Webseite, von der wir das Konto übernommen haben. Richtig. Das Konto meines Schwiegervaters. Okay. Das können Sie mir an meine E-Mail bitte weiter schicken. Okay, versuchen wir mal. Ja, was heißt versuchen? Ich denke, das kriegen Sie hin. Sie wissen ja, wovon. Das kriege ich hin. Das ist eigentlich nicht meine Arbeit. Also ich bin Broker. Und Sie sind meine Kunde oder Ihr Schwiegervater ist meine Kunde. Und das Einzige, womit ich mit Ihnen sprechen will, das sind entweder Investitionen oder alles, was das Geld verdienen auf dem Konto sich betrifft. Ja, und aber jetzt irgendwo herausfinden und so weiter und so fort, das ist eigentlich nicht so meine Aufgabe. Aber für Sie werde ich das machen. Deswegen sage ich, ich versuche es. Ja. Ich habe den Zugriff zu diesen Informationen nicht, weil ich habe Zugriff zu diesem Alpha-Wave-Konto, den Sie gerade besitzen. Und ich kann ganz gerne Sie beraten, womit das gehandelt werden kann, wie viel Geld wir mit dieser oder anderen Aktie verdienen können, wo Sie dann Ihr Geld investieren könnten, um später dann gut zu verdienen. Das könnte ich Ihnen schon jetzt alles erklären und erzählen. Aber jetzt herauszufinden, woher das genau gelandet ist, womit das gehandelt wurde und so weiter und so fort. Also für mich, als für einen Broker, das ist völlig egal, weil ich weiß, wie ich mit dem Kunde arbeite, womit ich handle und womit ich Geld mache und womit es für ihn gehandelt wurde. Das ist eigentlich für mich nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass ich das Geld von dem Kunde da habe und ich mit dem Kunde weiterarbeiten kann, um ihm das Geld zu verdienen. Und für mich auch auf jeden Fall. Ja, Sie werden sicherlich verstehen, dass ich in diesem Fall, wo ich die Finanzaufsicht für meinen Schwiegervater übernommen habe, daran interessiert bin, zu wissen, was er wie, wann, wo gemacht hat. Und bevor ich irgendwie erstmal weiter etwas weiteres erfahre, möchte ich erstmal oder etwas weiteres mache in Richtung Handel, möchte ich natürlich wissen, was ist bis jetzt passiert. Das ist für mich wichtig. Das ist auch schon logisch. Da haben Sie recht. Richtig, sehen Sie. Dann senden Sie mir das einfach zu. Kein Problem. Und dann werden wir einfach nochmal telefonieren. Ist alles machbar. Genau. Ich stimme zu. Gut, sehr schön. So, und wie sollte das jetzt von Ihrer Sicht her aus weitergehen? Also Handel läuft von der Seite und von anderer Seite. Ich kümmere mich darum, damit ich diese ganze Information zusammensammeln kann. Und sobald ich das alles zusammengesammelt habe, dann zeitige ich Ihnen eine E-Mail an und schicke ich Ihnen raus. Und dann können Sie mich einfach mal per E-Mail kontaktieren mit einem Antwort, wann ich mich bei Ihnen melden dürfte. Genau, das können wir dann auch machen. Genau, ich muss diese Woche mal wieder zum Wochenende wieder zum Schwiegervater. Also ich denke, das wird erst Anfang nächster Woche was. Ja, von meiner Erwartung war das auch so.
Gut, dann machen wir das so. Sehr schön. Super, super, Herr Westberg. Nochmal Verzeihung für den späteren Anruf. Wir sollten uns dann früher hören, hat leider nicht funktioniert, aber soll und wird nicht mehr passieren. Alles klar, sehr gut. Herr Katzelmann, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Westberg. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Nun hat der feine Herr Katzelmann gedacht, mich mit einigen gefakten Gewinnen wieder einfangen zu können, um mich zu einer weiteren Einzahlung zu bewegen. Dieses erfundene Konstrukt ist ja dermaßen unlogisch, dass man es kaum glaubt. Firma X verkauft einen Kunden samt Guthaben an Firma Y, nur weil man sich nicht um den Kunden kümmern könne. Er sagt, man wäre dazu verpflichtet, den Kunden an einen Konkurrenten zu verkaufen. Was ein Blödsinn. Nun beschäftige ich ihn damit, mir die betroffenen Firmen zu nennen, die er sich aus den Fingern saugen muss, da ja nie eine Einzahlung oder ein Konto bei einer anderen Plattform bestanden hat. Wie nett, dass er mir zustimmt, dass man erst umfassende Informationen benötigt, bevor man weitere Gelder investiert. Ja, bitte. Ja, hallo. Ja, Herr Westberg, guten Tag. Katzelmann ist hier von Alpha Wave. Grüße Sie. Mhm. Haben Sie jetzt ein paar Minuten Zeit? Können wir uns sprechen? Oder ja. Sind Sie beschäftigt? Ja, die Zeit habe ich. Die Zeit haben Sie. Das ist wunderbar. Ich wollte nochmal nachfragen, was Ihre Recherche Ihnen da ausgegeben hat. Also zu welchen Entscheidungen sind Sie dann gekommen bezüglich dem Handel, bezüglich dem Handelskonto und dem Handelsunternehmen, wo Ihr Schwiegervater das Geld investiert hat? Ja, ich habe zumindest das Konto gesehen. Da ist seit gestern irgendwie aber gar nichts mehr passiert, glaube ich. Irgendwie. Seit gestern könnte es sein. Ich habe leider gestern einen Unfall gehabt. Deswegen konnte ich das gestern nicht alles bearbeiten, da ich gestern nicht im Geschäft war. Ja, zumal wir ja eigentlich auch gestern erst telefonieren wollten. Genau, aber wie ich gerade sehe, wenn ich mich da... Ja, doch. Also ist alles richtig soweit. Sie haben jetzt Gesamtgewinn von der Position, die wir am 20. aufgemacht haben. Also das war dann letzter Freitag gewesen. Sie haben von der Position 430 Euro Gewinn gemacht. Also oder 430 Dollar. Ja, als ich das letzte Mal geguckt habe, waren wir bei 586 Dollar, richtig? Genau, und jetzt stehen Sie bei 1013 Dollar auf dem Konto. Okay, gut, okay. Also das wäre das nächste Schritt, wenn wir uns schon mal mit Ihnen einigen, dass wir mit Ihnen dann doch zusammenarbeiten. Ich habe Ihnen ganz viele Sachen, die ich Ihnen ganz gerne erklären will, auch nur zum Beispiel alleine von dieser Position, die heute zugegangen ist, mit dem Gewinnwert von 427 Dollar. Warum die Gewinne so groß sind, Sie wissen ja bestimmt die Situation, die jetzt im Welt passiert und das ist für die Welt, das ist sehr schlecht, weil vom Gefühl, ob die Welt runtergeht, überall Krieg anfängt und so weiter. Aber was Handel betrifft, von dieser Seite ist alles jetzt super schön, super toll, weil wenn man das jetzt vergleicht noch mit einer oder zwei Monate her, wir sollten mit denen pro Transaktion nicht mehr als 5 oder 10 Euro verdienen am Tag. Warum? So vielversprechend, wie dieses Spielchen angefangen hat, so abrupt endet es hier. Plötzlich brach die Verbindung ab. Es gab dann noch einen kurzen Mail-Kontakt, den ich hier als Screenshots eingefügt habe. Da bricht eine Verbindung ab und man versucht dann keinen neuen Anruf, sondern verschwindet dann vom Arbeitsplatz, so seine Aussage. Da bittet er dann noch um einen neuen Termin, den er dann aber doch nicht einhält. Nichts anderes erwarten wir inzwischen von dem Betrügers. Inzwischen ist die Domain, auf der das Tradingskonto lag, auch offline. Kein Wunder, dass er sich nun nicht mehr melden deit. Denn wie sollt er dacht auch erklären tun? Bad Luigi und ich hätten uns da auch einen schöneren Abschluss mit Konfrontation gewünscht. Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Wir hoffen, ihr hattet doch ein wenig Spaß mit diesem schönen Video. In jedem Fall wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video auf einem unserer Kanäle.